BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Vor dem Tübinger Landgericht ist heute Nachmittag eines der spektakulärsten Verfahren der vergangenen Jahre zu Ende gegangen. Der Prozess gegen die 49-jährige Stanila N. Sie hat im März ihren getrennt von ihr lebenden Ehemann, den Zahnarzt Fritz Nusser, erschossen. Um 14.13 Uhr fiel das Urteil. Es lautete auf lebenslänglich wegen Mordes aus Heimtücke. Die Angeklagte nahm das Urteil recht regungslos entgegen. Sie wirkte fast unbeteiligt. Bei der Urteilsbegründung jedoch schüttelte sie mehrfach vehement den Kopf. Die 5. Schwurgerichtskammer des Landgerichts Tübingen sah die von der Angeklagten stets bestrittene Heimtücke als gegeben. Nusser habe von seiner Frau nichts befürchtet und sei völlig arglos gewesen. Ob er die Waffe vor dem ersten Schuss gesehen habe oder nicht, so das Gericht sei irrelevant. Er hätte sich auch dann nicht mehr gegen die Absichten seiner Noch-Ehefrau zur Wehr setzen können. Die Staatsanwaltschaft hat eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt gegen die Angeklagte, weil die Beweisaufnahme den Anklagevorwurf nach Auffassung der Staatsanwaltschaft vollumfänglich bestätigt hat. Dieser Auffassung hat sich die Kammer angeschlossen. Ich halte das Urteil für ein richtiges und auch für ein gerechtes Urteil. Auch bei den Nebenklägern, den Angehörigen des Getöteten, stieß das Urteil auf Zustimmung. Bevor es rechtskräftig ist, bleibt der Verteidigung jetzt noch eine Woche, um Widerspruch einzulegen. Wir werden jetzt das weitere Vorgehen prüfen. Das werde ich mit meiner Mandantin besprechen. Und so ist der Plan. Bis zu einem eventuellen Revisionsverfahren bleibt die Angeklagte aber in Haft. Das Gericht legte ihr nahe, sich psychologische Hilfe zu holen. Es ist bewölkt, es bleibt bewölkt, aber ohne die ganz dunklen Wolken. So die Konjunkturprognose von Wirtschaftsminister Schmid. Trotz Euro-Krise gehen Experten im kommenden Jahr von einem Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg aus. Um 1,25% soll die Wirtschaft wachsen. Bereits gestern Abend zog Schmid Bilanz über die Wirtschaft im Land in Reutlingen bei einer IG Metall-Delegiertenversammlung, wo er sich auch den Forderungen der Gewerkschaft stellte. In Reutlingen-Rommelsbach hat Wirtschaftsminister Nils Schmid bei der gestrigen Delegiertenversammlung der IG Metall Reutlingen-Tübingen Bilanz gezogen über die Wirtschaftssituation der Region Neckaralb. Die wirtschaftliche Lage ist gut und stabil. Wir haben eine sehr niedrige Arbeitslosenrate und gute Wachstumszahlen, auch für das Jahr 2012. Allerdings ist das konjunkturelle Umfeld extrem labil. Wir wissen nicht, wie die Euro-Krise sich auswirkt. Wir haben Unsicherheiten in der Weltwirtschaft. Aber unsere Firmen sind weltweit sehr erfolgreich unterwegs, gerade auf den Wachstumsmärkten in China, in Asien, in Südamerika. Amerika lässt auch hoffen, sodass ich glaube, dass unsere Firmen jetzt auch gut ins Jahr 2013 starten können. Gerd Bauer, erster Bevollmächtigter der IG Metall Reutlingen Tübingen, sieht nicht ganz so positiv in das neue Jahr 2013. Er befürchtet, dass die Euro-Krise auch im Jahr 2013 weiterhin die Wirtschaft der Region beeinträchtigen wird. Ich denke, dass wir noch eine gewisse Durststrecke haben, eine Delle, wie man so schön sagt, bis vielleicht Juni, Juli, aber dass es ab August, September anziehen wird. Was wir brauchen, sind aber wieder verbesserte Kurzarbeitsregelungen. Und das ist nicht die einzige Forderung, die Bauer an die Landespolitik stellt. Diskutiert wurde unter anderem die von Seiten der IG Metall geforderte abzugslose Rente nach 45 Versicherungsjahren ohne eine Altersbeschränkung. Auch in Sachen Weiterbildungsurlaub, also 5 bezahlte Tage im Jahr für Fort- und Weiterbildungskurse, forderte Bauer entschieden eine politische Intervention. Wir haben diskutiert Weiterbildungsurlaub oder wie man das auch immer nennen will. Da ist er uns zu langsam. Da hätte man gern, dass er das nächstes Jahr nicht irgendwann mal auf den Weg bringt im Ministerium, sondern dass es verabschiedet wird. Und ein kleines Weihnachtsgeschenk konnte Schmid der IG Metall Reutlingen Tübingen machen. Er versprach, der Weiterbildungsurlaub werde kommen, trotz heftigen Widerstands seitens der Arbeitgeber. Nach dem Willen von Bahnchef Grube sollen sich das Land Baden-Württemberg sowie die Stadt Stuttgart an den Mehrkosten für Stuttgart 21 beteiligen. Gegenüber der Esslinger Zeitung sagte Grube, die Bahn werde zwar für die Mehrausgaben von 1,1 Milliarden Euro aufkommen, da die Bahn diese verschuldet habe. Weitere Kosten, die etwa durch Sonderwünsche zum Projekt entstanden seien, müssten die Partner unter sich ausmachen. Die Bahn rechnet mit etwa 1,2 Milliarden Euro, die durch Extrawünsche etwa aus der Schlichtung und dem Filderdialog entstanden seien. Weitere Kostensteigerungen schloss Grube indessen nicht aus.
Im Falle des geplanten Nationalparks im Nordschwarzwald hat CDU-Fraktionschef Haug die Landesregierung aufgefordert, die Menschen vor Ort stärker in den Beteiligungsprozess einzubeziehen. Grün-Rot nehme die Sorgen der Menschen und Unternehmen nicht ernst genug. Die Entscheidung, den Nationalpark einzurichten, stehe im Grunde schon fest, so Haug heute in Stuttgart. Sie fordern, dass die Regierung Alternativen aufzeigt und ergebnisoffen diskutiert. Eine Option könne beispielsweise ein Biosphärengebiet sein statt des Nationalparks. Die CDU sowie Bürger vor Ort stehen der Einrichtung eines Nationalparks skeptisch gegenüber. Die Aussichten für den weltweit größten Autozulieferer sind nicht besonders rosig. Die Firma Bosch stehe einem Unternehmenssprecher zufolge vor einem wirtschaftlich schwierigen Jahr 2013. Gründe seien die schwächere Entwicklung in der Autoindustrie und eine geringere Nachfrage im Industriegeschäft. Als Reaktion darauf könnten nun Einschnitte beim Personal folgen. Der Umgang mit der verlustreichen Solarsparte des Unternehmens wird hingegen auf das kommende Jahr vertagt. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Freitag bleibt trist und dem ganzen Land verregnet. Baden-Württemberg ist mit einer Wolkendecke überzogen, die die Sonne verdeckt. In den Höhenregionen liegen die Temperaturen auf dem Gefrierpunkt. Am wärmsten wird es westlich des Schwarzwaldes bei 8 Grad. Schnee ist nur auf dem Feldberg möglich. Die Sonne schiebt sich zu Beginn des Wochenendes gelegentlich durch die Wolken. Schlecht also für weiße Weihnachten. Im Norden des Landes fallen vereinzelt noch ein paar Tropfen. Ansonsten bleibt es aber trocken bei Tiefstwerten von rund minus einem Grad in den Höhenregionen. Servus, ich bin der Peter. Ich habe hier in der Gegend schon über 100 Gipfel bestiegen und da bin ich nochmal 50 machen kann, nehme ich Knobi Vital. Knobi Vital ist gut für die Verdauung. Ich trinke gern Knobi Vital, damit ich fit und gesund bleibe. Ich nehme Knobi Vital, weil es mir richtig Energie gibt. Ich bin der Klaus und ich nehme es, weil es einfach schmeckt. Mit Knobi Vital bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Scheiler Derm ist das Hautpflegeprogramm aus der Schweiz. Mit ihren hochwertigen, natürlichen Inhaltsstoffen unterstützt sie ihre Haut fühlbar mit allem, was sie braucht. Scheiler Derm, Pflege für die besondere Haut, ihre Haut. Scheiler Derm setzt auf hochwertige Pflanzenextrakte mit Anti-Aging-Effekten. Diese schaffen in den Scheiler Derm-Produkten eine perfekte Symbiose und sorgen für eine vitale und jugendliche Haut. Scheiler Derm, die Schweizer Marke ihres Vertrauens.